Sie wissen vielleicht nicht genau, was hier heute normalerweise eigentlich stattgefunden hätte, aber ich kann es Ihnen erzählen. Es ist so gewesen, dass eigentlich an diesen beiden Tagen ein Musical hier gewesen wäre, das Musical Jesus Christ Superstar. Das ist jetzt nicht von mir erfunden, eigentlich war dieser Raum gebucht, aber Kevin Kerne vom Zentrum Altenberg hatte uns vor der Sommerpause angerufen und gesagt, ihr könnt also hier heute doch spielen, denn das findet nicht statt, und zwar aus folgendem Grund: Jesus ist aus dem Ensemble ausgestiegen. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Jetzt hatten wir hin und her überlegt, was wir denn machen können, und haben dann überlegt, dass wir vielleicht auch ein Musical zu einem religiösen Thema hier heute präsentieren können. Und das haben wir dann gemacht. Genau. Weitere Infos, Benjamin Eisenberg. Da trifft es sich ja hervorragend, dass wir im Luther-Jubiläumsjahr sind, also im Reformations-Jubiläumsjahr. Und es gibt ja schon ganz viele Sonderaktionen in diesem Jahr. Es gibt zum Beispiel eine Playmobil-Männchenfigur von Luther, ganz viele andere Merchandising-Artikel, aber eben noch kein kommerzielles Musical mit Auftritten von Gaststars und so. Und das wollen wir heute nachholen. Wir haben hier ein Skript, das wollen wir mit Ihnen gerne mal besprechen. Und Sie können mitentscheiden, was dann hinterher in dieses Musical doch rein soll. Und Sie sehen, wir sind jetzt nicht ganz so viele. Von der Besetzung her ein bisschen dünn. Wir haben zwar eine Band, aber nur dreiköpfig. Wir sind zu viert. Das ist eigentlich noch zu wenig für ein Musical. Sie wissen, beim Musical wird immer groß aufgefahren. Ja, man hat Tänzerinnen und Tänzer und ein richtiges Orchester. Und da kommen jetzt auch Sie ins Spiel, denn man braucht auch Chöre. Zum Beispiel einen Mönchschor. Wären jetzt die Herren heute Abend im Publikum gefragt. Vielleicht können wir das mal antesten. Ich würde jetzt bis 13 und auf 3 vielleicht mal so ein freundliches Ho, ho. Ja? Das wären die Mönche. Kriegen wir es hin? Ja? Ja? Also Achtung. 1, 2. Ho, ho. War noch ein bisschen zurückhaltend, um nicht zu sagen zölibatär. Da können wir uns noch steigern. Jetzt die Frauen können das jetzt wieder wettmachen, denn wir brauchen natürlich auch einen Nonnenchor. Da mal auf 3 so ein fröhliches Yippie. 1, 2. Yippie! Tja, meine Herren. Da ist dann wieder Bibi Blocksberg dabei. Aber Sie sehen, Ihre Frauen habe ich im Griff. Gut, ja, also das wäre sozusagen... Das wäre jetzt schon mal die Grundvoraussetzung. Das kommt dann später nochmal auf Anweisung, wann Sie mitmachen müssten. Wir brauchen erstmal einen knalligen Titel, oder? Ja, das stimmt. Also, so ein Musical, da muss schon auf dem Plakat was stehen, was die Leute also mitreißt. Und Religion und Action sind ja schon irgendwo Publikumsmagneten. Das muss sich im Titel wiederfinden. Unser Vorschlag: Glaube und Wut, Luther, das Musical. Untertitel: Luther bei die Fische. Das wäre eine gute Richtung einfach. Ja. Und man muss natürlich mit einem knalligen Effekt beginnen. Das muss direkt, die erste Nummer im Musical muss direkt richtig pompös losgehen. Ja, das muss richtig reinhauen. Da muss jeder wissen, worum es geht. Der erste Akt, die Bekehrung, beginnt dann am besten auch schon idealerweise mit der Szene, wo Martin Luther als Jurastudent 1505 auf dem Heimweg von Mansfeld nach Erfurt in ein Gewitter gerät, und zwar in der Nähe von Stotternheim. Ja, das ist so ungefähr bei der A71, oder? Genau, ja, damals auch schon. Ja. Klar. Und welche Musik könnte da besser passen als Thunderstruck von AC/DC? Oh, AC/DC auf dem Klavier, das ist aber schwer am Klavier. Ja, das ist jetzt dein Problem, du bist der Musiker, zeig mal, was du kannst. Ja, mal gucken. Also. Zustände an. Ja. Da wäre vielleicht schon Luther. Ach, Luther, das ist genau. Ja, viel besser. Mit den Chören. Luther! Ja. Luther! Eigentlich haben wir ja auch eine Band, oder? Wir haben eine Band. Ja, die Band macht auch mit, und Sie aber auch, ja? Ist nicht schwer, ein Wort, das kriegen wir. Luther! Luther!
Wunderbar. Also, super Auftakt. Ja, also das da weiß jeder. Es ist Ihnen gut gelungen. Dafür können Sie für sich selbst mal applaudieren. Ja. Ja, und damit beginnt es auch schon, oder? Das wäre dann so, vielleicht noch genau zur Untermalung. Regen, nein, Hagel prasselt nieder auf Martin Luther. Er rennt um sein Leben. Der Donner hallt und der Blitz schlägt direkt neben ihm auf der A71 in den Boden ein. Dazu tanzt das Ballett der gelben Engel des ADAC. In Todesangst betet Luther zur heiligen Anna und schwört: Wenn ich das hier überlebe, dann spiele ich Lotto. Dann werde ich Mönch. Ja. Und so klopfte Luther in Erfurt an das Tor des Augustinerklosters und rief: Ich will hier rein! Nee, da verwechselst du was. Das war nicht der Reformator der Kirche, das war der Reformator der SPD in Bonn. Stimmt. Nein, Luther sagt natürlich was ganz anderes. Gerade im Musical, er steht vorm Augustinerkloster und singt: Öffnet das Tor, Augustiner, hier draußen steht Martin Luther. Mein ganzes Leben will ich euch geben, ich hab ne Krise, kommt, lasst mich bieten. Im Kloster wurde Luther erst Diakon, dann Priester und schließlich schickt ihn sein Beichtvater Johann von Staupitz 1508 zum Theologiestudium an die Universität in Wittenberg. Und wo wohnte Luther in Wittenberg? Im Lutherhotel, Neustraße 7 bis 10. Ist ja schon so. Ja, kleiner Scherz am Rande und damit sind wir aber schon im zweiten Akt, die Empörung. Circa 1511 wird Luthers Kirchentreue erstmals auf die Probe gestellt, als er auf einer Romreise die Kommerzialisierung der Beichte und den Sittenverfall in der Metropole des Christentums zu Gesicht bekommt. Ministranten tragen allesamt Lebkuchenherzchen mit der Zuckergussaufschrift Grüße von der Reeperbahn. Ja, im Vatikan 15:01. Ob du ein Mädel hast oder hast keins, amüsierst du dich, denn das findet sich. Selbst der Pontifex hat längst schon eins. Eins? Oder auch mehr. Zurück in Wittenberg wird Luther Doktor der Theologie und übernimmt den Lehrstuhl für Bibelauslegung. Umso mehr ärgert ihn, wie die Kirche im Namen Gottes ihr Geld eintreibt und mit dem Ablasshandel mit dem Ablasshandel. Punkt. Kurzum läuft es so ab. Papst Leo der Zehnte. Was ist das Darth Vader Theme. Der imperiale Marsch. Das ist Star Wars. Immer wenn die Bösen kommen. Ach so, gut. Dann ist das klar, super. Nee. Ja. Okay, also Papst Leo X. braucht Geld, um für das römisch-katholische Imperium den Petersdom bauen zu können. Im Auftrag des Imperiums zieht der Ablassprediger Johann Tetzel durchs Land. Tetzel treibt die Kohle ein für Rom und den Erzbischof von Mainz, mit dessen pfiffigen Versen er das Volk bei seinen öffentlichen Auftritten emotionalisiert. Wenn das Geld im Kaste klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Das wussten viele gar nicht, aber es ist historisch verbürgt. Johann Tetzel hatte immer eine Karnevalskapelle dabei. Ja, immer. Wirklich. Und er hatte immer einen Mitarbeiter des Bankhauses Fugger dabei. Denn die Fugger, die haben damals die ganzen Ablasseinnahmen protokolliert. Die Fugger, das waren damals die reichsten, die mächtigsten Geldfeuer. Das war eine Art EZB der damaligen Zeit. Wenn Papst und Kaiser klamm waren, dann wurden immer die Fugger angepumpt. Und die müssen natürlich jetzt im Musical auch repräsentiert werden. Und wir denken, das Beste ist, einfach einen Hip-Hop zu machen. Denn das waren ja so die...
die Babos des Zinswesens. Nicht? Und die haben auch gar nicht jetzt wie Rapper so Goldkette, sondern so golddurchwirkte Kappen aufgehabt. Zum Beispiel der Chef von denen, nämlich Jakob Fugger oder Fugger Daddy. Was könnte man so, was war da? Vielleicht mal rappt, oder? Wir brauchen, genau, fiesen Gangster. Beat. Rap, so. Genau, Beat. Hast du irgendwie... Mit seinem gierigen Clown, ich leihe dir Geld und ich kann nicht verhauen. Wenn du es nicht zurückzahlst, da bin ich konsequent. Auf Heller und Pfennig, nein, bis zum letzten Cent. Ich fasse dir in den Schritt und dann gebe ich dir Kredit. Andere Fugger, andere Fucker, so wie Bodo mit dem Bagger. Andere Fugger, andere Fucker, denn ich hab ne Menge Zeit. Andere Fugger, andere Fucker, mach mit Kupfer meinen Stich. Und Konkurrenz dulde ich nicht. Ja, Mann. Ghetto-Faust. Ghetto-Faust. Nee, was ist das? Das ist kulturell. Nein, das ist ja hier Kulturveranstaltung. Goethe-Faust. Ja, aber... Damit sind wir aber schon im dritten Akt, die Befreiung. Luther hat den Papp auf, schnappt sich sein IKEA-Werkzeugset Fixer und schlägt die 95 Prothesen... Quatsch. Die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Und das macht er im Musical... zur Musik von Mike Krüger. Ja, wer hämmert da so laut an der Kirchentür? Das ist Luther mit dem Hammer und dem Thesenpapier. Hammer, 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 Thesenpapier. Hammer, 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 Hammer. Der Thesenanschlag, den hat es nie gegeben. Das ist ein Mythos. In Wirklichkeit hatte Luther nur einen Brief geschrieben. Ja, das ist doch dem Publikum nicht vermittelbar. Die freuen sich doch schon auf Mike Krüger. Ja, wir können auf Mike Krüger nicht verzichten. Genau. Zugunsten historischer Wahrheit. Also 2, 3 und... Hammer, 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 Thesen. Die Mönche! Aber lahme Mönche, die Nonnen, schon besser. Hammer, Hammer, Hammer. Nochmal alle. Und. Hammer, 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 Thesen. Mike Krüger ist unverzichtbar im Musical. Luther schlägt also die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Das papst dem Papst gar nicht, denn schließlich ist die Schlosskirche ja UNESCO-Welterbe. Luther wurde durch den Buchdruck, den Karl Theodor zu Gutenberg 1450 extra für ihn erfunden hatte, schnell bekannt. Seine Schriften und Bilder verbreiteten sich rasch im ganzen Land. Luther wurde zum Popstar. Es war in 1517, es war Wittenberg. Der Ablasshandel, das war Teufelswerk. Doch einer hatte Eier, einer hatte Courage. Einer war ein reiner Guter, ja grüß Gott, Herr Dr. Luther. Bitte. 1, 2, 3. Er war ein Superstar, er war so populär. Er hatte scheiße Wut, er machte Rom es schwer. Er war so bibeltreu und selbst so Gottidol. Und alle riefen, ja grüß Gott, der Dr. Luther. Martin Luther, Martin Luther. Martin Luther, Martin Luther, Martin Luther. Martin Luther, Martin Luther, Martin Luther. Oh, 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 Martin Luther. Jetzt aber die Mönche. Martin Luther, 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 oh, 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 Martin Luther. Martin Luther, 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 oh, 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 Martin Luther. Zusammen! Martin Luther, 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 Martin Luther,
Dritter Akt, das Imperium schlägt zurück. Papst Leo X. Papst Leo X. Die Bischöfe und natürlich die Fugger wollen sich ihr Finanzmodell nicht kaputt machen lassen und zitieren Luther 1518 nach Augsburg, wo der Störenfried am 12. Oktober vor dem päpstlichen Legaten Cajetan, also dem Stellvertreter des Stellvertreter Gottes, also dem Vizepapst vor Ort, abschwören soll. 1, 2, 3 und... Abschwören, Kerl, vom Legaten sollst du abschwören, Kerl. Jetzt wieder ruf, uf. Abschwören, Kerl, vom Legaten sollst du abschwören, Kerl. Jetzt wieder ruf. Aber Luther sagt, ich widerrufe nur meine Schriften, wenn ich durch die Heilige Schrift widerlegt werden kann. Der Papst verbrennt Luthers Schriften und schickt ihm eine Bannbulle mit DHL. DHL stand damals noch für die Heilige Luftpost. Luther wiederum verbrennt die Bannandrohungsbulle. Der Papst exkommuniziert Luther und schickt ihm eine neue Bannbulle, diesmal mit UPS. Das stand damals schon für unbremsbare Pferdestirn. Und man sieht auch, früher hatte man in Deutschland schon wenig Respekt vor den Bullen. Wir finden ihn lustig. Nun muss sich Luther jedenfalls auf dem Reichstag in Worms vor Kaiser Karl V. erklären. Er soll 2 Fragen beantworten. Bekennst du dich zu diesen Schriften? Was willst du davon widerrufen? Luther bittet um Bedenkzeit, erhält 24 Stunden und gibt am nächsten Tag die Antwort. Überraschenderweise kommt er auf Rollschuhen zur Anhörung. Wormser Kongress, Wormser Kongress, hör zu, Gott helfe mir. Wormser Kongress, es gibt kein Regress, die Schrift ist von mir. Auch drin. Dann fällt der berühmte Satz, den Luther aber eigentlich nie gesagt hat, nämlich... Ich habe einen stehen. Quatsch. Was? Hier stehe ich und kann nicht anders. Ja, der Kaiser meint, bei dem piept's wohl und erklärt Luther für vogelfrei. Um ihn zu schützen, entführt ihn sein Kurfürst. Und das geschieht im Musical unerträglicherweise zur Musik von den Höhen. Doch Friedrich der Weise, der wusste Bescheid, der hatte noch die Wartburg. Höhner sind drin, ja. Die Höhner müssen bleiben, auf jeden Fall. Ohne Höhner geht's nicht. Klar, es ist was fürs einfache Volk, aber sagen wir mal. Aber können wir das nicht rausstreichen? Können wir nicht. Ja. Vielleicht haben wir ja was anderes. Haben wir nicht. Gut, ist die Höhner bleibt drin. Auf der Wartburg in Eisenach verweilt Luther also fortan unter dem Pseudonym Junker Jörg und übersetzt das Neue Testament ins Deutsche. Und damit sind wir jetzt auch schon ratzifizifatz im 5. Akt. Das Comeback! Luther kehrt nach Wittenberg zurück, als die radikalen Kräfte der Reformation zu weit gehen.
Vor allem missbilligt er das brutale Vorgehen der Bauern unter Führung von Thomas Münzer, den Luthers Geist, der Luthers geistig-religiösen Freiheitsbegriff auch politisch verstanden wissen will. Ihre Parole ruft der gröbste Bauer von allen aus. Und von wem wird der gespielt? Marius Müller-Westernhagen. Das passt ja. Das die Pfaffen vorm Altar und der Papst, der kann uns mal. Freiheit, Freiheit. Wir haben zu lang das Feld bestellt. Alle, die von Freiheit träumen, so wie heute Abend hier in Oberhausen, kommt grün mit mir wie ein lauter, rauer, dreckiger Schweinefuß. Hol die Feuerzeuge raus! Macht die Handys an! Ich bin's, euer Marius! Ich bin nur für euch gekommen! Ihr habt für mich bezahlt! Los! Ich will die Feuerzeuge sehen, sonst fahr ich nach Hause! Das sind zu wenig! Handys! Wir müssen weitermachen, sonst brennt der Finger ab. Ja. Zündet eure Handys an! Genau! Sollten's kämpfen, nicht versäumen. Sollten schaufeln, Grafengräber. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Oh, komm jetzt über uns, über uns! Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was fehlt. Ihr seid die allerbesten Oberhausen, die allerbesten. Das ist mein bester Auftritt heute, nur ihr in Oberhausen. Ihr seid so toll, euer Marius. Yay! Yeah. 1525 werden die Bauern geschlagen. Das trifft sich gut, denn Luther hat jetzt eh anderes zu tun. Er nähert sich dem weiblichen Geschlecht, verärgert Rom ein weiteres Mal, denn er heiratet. I had the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear. It's the truth, and I owe it all to you. Wenn ich nicht hetero wäre, ne? Die Nonne. Nein, nein, nicht die Nonne. Hey, hör mal, die Nonne. Da nicht, da nicht. Völlig. Die Nonne Katharina von Bora hat keinen Bock mehr aufs Keuschheitsgelübde und flieht mit ein paar anderen Ordensschwestern nach Wittenberg. Aus Katharina von Bora Bora wird Katharina von Bunga Bunga. Und schließlich Katharina Luther, denn Luther sagt sich: Och, wo ich jetzt schon vogelfrei bin, mache ich mich auch vögelfrei. So ein Quatsch mit der Keuschheit, der Zöli hat so einen Bart. Ja, aber also, wie machen wir das denn jetzt musikalisch? Ja, ich glaube, ihr habt einen Vorschlag. Also ich mache einen Akkord vor und ihr wisst sofort Bescheid. Wir machen das so. Sie war eine Nonne, er war 41 und von der Liebe wussten sie nicht viel. Darf auch nicht fehlen, oder? Gut. Wunderschön.
Von wegen von der Liebe wusste sie nicht viel. Katharina insistiert inbrünstig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Whoopi Goldberg als Nonnendarstellerin, die im Nonnenkleid was aus Sister Act singt, haben wir aber leider nicht. Stattdessen, ja, tut mir leid, stattdessen haben wir was ganz anderes, nämlich einen Song über die soziale Absicherung der ehemaligen Nonne, gesungen von einem Mülheimer Jazzmusiker, der im Stück einen Cameo-Auftritt absolviert und zwar so. Hast du einen Luther, dann hast du immer Butter. Luther ist der beste Freund. Und der Kranach und der Melanchthon, die essen alle mit, denn die Freunde, Freunde, Popoinde, im Pastoralteam sind okay. 0-0 Luther, 0-0 Luther, der Pastor Luther ist gut. Kata, 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 Katharina, Kata, 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 Katharina, Rupina und Martin Luther bekommen zusammen 6 Kinder. 6 Kinder, die alte Sau. Seid furchtbar, ah nee, fruchtbar, ich habe mich vertan. Fruchtbar und mehret euch, dieser Satz aus der Bibel wird fortan für Katharina und Martin quasi die Messlatte. hat er Quatsch gemacht, der Helge, ne? Ist ja wieder lustig. Fitze, 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 Fatze, der Papst, die alte Fratze, sitzt auf dem Ketzerklo. Ketzerklo, der Papst wird nie mehr froh. Ende, Helge, geht Tee trinken. Superschluss! Das ist ein Superschluss! Oh, Mann. Kann man enden mit. Ja. Damit kann man enden. Ja, und, super. Und dann ist das Musical zu Ende. Nein, was ist so gleich? Hör auf! So kann das natürlich nicht enden. Man muss noch was anderes machen. So kann das nicht enden. Es muss noch ein kritischer Blick geworfen werden auf den späten Luther und seinen Antisemitismus. Nein. Doch. Das geht aber doch auch. Muss doch auch ein bisschen Kritik Nein, das kannst du nicht bringen. Luther ist immer doch. Der Gute. Das ist nun mal in der Geschichte so. Von Hitler will ja auch keiner wissen, dass er im persönlichen Gespräch ein netter Kerl gewesen ist. So wie das Juppie Hess das immer beteuert hatte. Hitler ist immer der Böse, Luther immer der Gute. So ist das in der Geschichte. Ja, wann gibt es eigentlich Hitler das Musical? Ist in Arbeit. Mit der Titelmusik von Zara Leander. Ach, also. Premiere am 20.04. in Braunau am Inn. Und wann kommt's? Was ist das denn? Im Hitlerjahr? Oder? Ja, wenn Frauke Petri Bundeskanzlerin ist. Ja. Vielleicht kann man einen Kompromiss finden. Vielleicht kann man das noch in dem Layout, in dem Design zu dem Musical irgendwie so andeuten und unterbringen. Was wäre denn, wenn wir das noch... Genau. Ich meine, es kommt ja eh irgendein Schmierfink, der das macht. Das kann man vorwegnehmen. Das ist das wie bei dem nicht. NPD-Plakat, oder? Ja. Ja, genau. Also keine Luther-Kritik am Ende. Stattdessen, wie immer, Pathos. Man braucht noch einen Abschlusssong, der ins Ohr geht und den Zuschauer auch packt.
Ja, aber auch was, was irgendwie zum Konsum animiert. Gerade wenn das bei euch hier in Oberhausen im Stage-Theater über Monate aufgeführt wird, da sollen die Leute hinterher noch konsumieren gehen, im Zentrum noch Bier trinken und essen und sowas. Ich glaube, die Stadt kriegt davon eh keinen Cent. Nicht? Also, fest steht, Luther hat zwar gegen Ablasshandel, aber gegen Umsatzsteuer hat er nie eine Schrift verfasst. Ja? Außerdem schreibt man ihm auch den Satz zu: Der Wein ist gesegnet und hat ein Zeugnis in der Schrift. Das Bier aber gehört zur mündlichen Überlieferung. Ja, vor allem nach zu viel Konsum, aber ist auch egal. Wie enden wir dann? Wir enden dann doch, glaube ich, also dann kommt doch noch Whoopi Goldberg. Kommt, wir folgen ihm auf dem Weg in die neue Zeit. Die Bibel schreibt er uns auf Deutsch. Kein Priester nimmt fortan mehr Keusch. Komm, folge ihm. Aber dann muss es auch schnell fetzig werden. Dann muss es direkt losgehen. Ja, weißt du? Die Fische, komm, wir folgen ihm, denn der Papst ist der Antichrist. Die Reformation hat gewonnen gegen die Hure Babylon. Komm, folge ihm, komm, wir folgen ihm. November. Zu Gast René Sylow und Axel Pelz, auf keinen Fall verpassen.